Der Blick zurück, er schmerzt immer noch bei Günther Lamprecht. Auf einmal war ich mittendrin. Mein Schulfreund Helmut hatte mich überredet. Günther, heute ist alles umsonst. Die Judenläden sind aufgekloppt worden. Günther! Na los, was nicht, du hast die Hose voll. Quatsch! Ein 8-jähriger Junge wird zum Mitläufer der Nazis und ihrer wahnwitzigen Ideologie. Es ist Günther Lamprecht. Die Novemberpogrome 1938. Brennende Synagogen, geplünderte Wohnungen, zerstörte Geschäfte. Nicht nur in Berlin. Rolf Abrahamsohn kommt aus Marl, Westfalen. Er ist 13 Jahre alt, als der braune Mob bei ihm zu Hause tobt. Mein Vater ist runtergelaufen, um möglichst den Laden aufzuschließen. Aufwachen! 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 Und da sind die SA-Leute reingekommen. Nur so ein Judenschwein! Bevor überhaupt ein Wort fiel, haben sie schon meinen Vater niedergeschlagen. Alles hat sich geändert nach dem Tag. Der 9. November war für uns, das war ein Schicksalstag. Das war für alle Juden in Deutschland war das das Ende des Lebens. Die Ausgrenzung der Juden, sie beginnt mit der Machtübernahme Adolf Hitlers 1933. Anfangs noch geduldet, zunehmend systematisch diffamiert und verfolgt. Günther Lamprecht ist ein kleiner Junge. Aber er spürt, dass hier Unrecht geschieht. Alles keine Juden. Eine echte Virginia. Knorke. Aber dit ist einer. Ich riech dit. Na, ich habe schon mitbekommen, wie abfällig um mich herum über die Juden gesprochen wurde. Aber ich hatte keine Ahnung, was Juden waren und wo eigentlich der Unterschied war. Was damals vor sich geht, wird Günther Lamprecht erst viel später klar. Sein Vater ist ein überzeugter SA-Mann. Vorher Taxifahrer, chauffiert er nun die Funktionäre der NSDAP durch Berlin. Die Nazis haben die Novemberpogrome von langer Hand geplant. Ein Attentat dient als Vorwand für die Übergriffe. Am 7. November 1938 wird in Paris der deutsche Botschaftssekretär Ernst von Rath von einem 17-jährigen jüdischen Immigranten niedergeschossen. Er will damit gegen die Abschiebung seiner Eltern aus Deutschland protestieren. Für Hitlers Bande ein willkommener Anlass, sich an den Juden zu rächen. Schupus standen herum und taten nichts. Keiner von denen hat uns abgehalten, in einen verwüsteten Tabakladen reinzugehen und zu klauen. Günther! Günther! Und da erst habe ich in einem Nebenraum den alten Herrn entdeckt. Das war vermutlich der Ladenbesitzer. Er hielt mir auf Helmut deutend den Kastenschlüssel hin und sagte: Damit geht es besser. Müttersöhnchen! Alles andere als zaghaft sind die Nazis. Sie wüten mit blindem Hass. Auch bei Rolf Abrahamsohn. Als Teenager muss er mit seiner Familie ansehen, wie gute Nachbarn von einst den Vater in seinem Geschäft brutal zusammenschlagen. Mehr als 400 Menschen werden in diesen Tagen ermordet. Mehr als 30.000 jüdische Männer in die KZs geschickt. Der Vater von Rolf Abrahamsohn und sein ältester Bruder werden in Auschwitz ermordet. Seine Mutter und er nach Riga abtransportiert und damit in den geplanten Tod. 1943 sollten wir mit 50 Leuten Massengräber ausschaufeln. Und wir wussten vorher, wenn die fertig waren, haben wir uns nie wieder zurückgeholt. Man hat uns gleich da erschossen. Und alle 50 Leute sind erschossen worden. Ich habe nur einen Beinschuss bekommen. Und da ich noch nicht ganz tot war und mir scheinbar keinen neuen Schuss geben konnte, habe mein Kopf kaputtgeschlagen. Und ich habe auf dem Leichenhaufen gelegen. Rolf Abrahamsohn ist der einzige Überlebende seiner Familie.
Sein jüngster Bruder stirbt noch vor der Deportation. Kein Arzt will dem 6-Jährigen helfen, der an Diphtherie leidet. Und heute kann ich meinen Bruder besuchen. Das ist für mich fantastisch, dass ich das habe. Die Nazis haben Rolf Abrahamsohn alles genommen, aber nicht seine Würde. Seine Geschichte ist Mahnmal für Leid und Tod von Millionen Juden. Günter Lamprecht hat ihn miterlebt, den Terror, der sich niemals wiederholen darf. Und heute Morgen ist er hier bei uns. Einen wunderschönen guten Morgen, Günter Lamprecht. Hallo. Ja, guten Morgen. Ich merke, Ihnen geht es wahrscheinlich noch mal mehr anders als uns. So, man ist betroffen und man ist wütend zugleich. Welche Erinnerungen haben Sie noch an diesen Tag damals? Ja, zunächst habe ich erstmal die Erinnerungen an diese Arbeit hier, an diesem Film. Da ist natürlich eine ganze Menge mit einem passiert, was man da wieder hochholt für so eine Dokumentation. Und das hat sich dann auch ein bisschen auf mein Privatleben übertragen. Also man ist dann eine bestimmte Zeit über eigentlich nicht mehr so lustig, sage ich mal. Einfach betroffen. Und wenn man immer wieder damit daran arbeitet und immer wieder mobilisiert in sich diese ganzen Geschichten, und das ist schon, ja, wenn ich mich daran erinnere, ist klar, das passiert natürlich in der Arbeit, wenn man solche Arbeit macht, also wenn man für so einen Film bereitsteht und sich zur Verfügung stellt, dann ja, dann geht das los mit der Analyse, sage ich immer. Ja, und der Konfrontation mit dem, was wirklich extrem schmerzhaft war. Sie haben eine Autobiografie geschrieben, schon vor vielen Jahren. Die lag zum Teil auch zugrunde für diese Biografie. Ja. Hatten Sie zu Lebzeiten noch die Chance, mit Ihrem Vater, der ja selber auch Nazi war, darüber zu sprechen und das aufzuarbeiten, was Sie als Kind damals so betroffen gemacht hat? Ja, klar. Das hat schon stattgefunden, ja. Ich beschreibe ihn dann später, dann nach der ganzen Geschichte, als führerlos. Also war ein klassischer Mitläufer, würden Sie sagen? Ja, er war wirklich ein Mitläufer, ja. Aber hier in diesem Film, in dieser Dokumentation, da wo die SA zuschlägt, da, und diese, da hat er wohl schon ganz schön mitgemischt, glaube ich, schon noch als ganz junger Mensch. Nicht? Das war ja noch vor meiner Geburt dann. Nee, also 38 nicht, da war ich ja 8 Jahre alt. Und taten die Fragen Ihrem Vater weh? Und haben Sie Ihren Blick damals auf die Situation noch mal verändert? Weil ich also schon feststelle, dass jemand als 8-Jähriger einfach unglaublich diese Gefühle, das Erlebte abspeichert. Anders noch sicherlich als ein kleines Kind. Wenn man dann dem eigenen Vater gegenübersteht und dann auch noch Fragen stellt, hat es Sie zusammengebracht oder eher entzweit? Naja, doch eher entzweit, kann man beinahe sagen. Aber ich habe ihm sehr, sehr schnell verziehen danach, als ich gesehen habe, wie das Häufchen Elend, Häufchen Mensch, zurückkommt aus dem Krieg, wo sein ganzes Dritte Reich am Boden lag. Und für ihn ist seine Welt zusammengebrochen. War jämmerlich eigentlich, ja, was ich da tat. Nein, das sind, es bewegt mich natürlich immer wieder. Und jetzt, wo wir jetzt daran gearbeitet haben, war ich also, wie gesagt, ein bisschen angespannt in dieser Zeit. Wie ist denn bei euch in der Familie mit dem Thema umgegangen, 1938? Eigentlich gar nicht. Ich meine, meine Generation, das habe ich gerade gestern, glaube ich, irgendwo noch gesagt, ist, glaube ich, die wohlbehüteteste Generation, die niemals hungern musste, die niemals Krieg erlebt hat, die einen Job sofort gefunden hat, die eine gute Ausbildung hat, die keine Inflation miterlebt hat. Also irgendwie, weil man so oft gefragt wird, wann hätte man gerne leben wollen? Dann kann ich mal nur sagen, jetzt. Irgendwie, weil ich glaube, das ist sehr prägt, wenn man das erlebt hat. Und ich glaube, dass bei uns nicht viel drüber gesprochen wäre, worden wäre. Also ich habe in der Vorbereitung auch festgestellt, mein Opa ist 1902 geboren, ist mit 98 Jahren gestorben. Und ich war noch zu jung damals, um dieses Thema, weil es in der Schule ja noch nicht Thema war, zu meiner Zeit, als ich noch zu klein war. Aber ich hätte ihn gerne Sachen gefragt, wie es ihm gegangen wäre und wie er damals damit umgegangen ist und wie er auch diese Erlebnisse auch familiär verarbeitet hat. Ist es das auch, dass Sie sagen, ich möchte eben als, als einer der letzten Zeitzeugen dieses Wissen und dieses schreckliche Erlebte gerne weitergeben an jüngere Generationen, an dich oder auch an mich? Ja, ja, ich denke schon. Ich glaube, dass es ganz viele gar nicht unbedingt wollen. Also wenn ich die Opas bei uns auf dem Dorf erlebt habe, die haben, glaube ich, ganz vieles mit sich ausgemacht. Und die kamen irgendwann wieder aus der Kriegsgefangenschaft. Da wurde nicht viel gefragt. Und ich glaube, die haben immer gedacht,
wenn ihr das erlebt hättet, was ich erlebt habe, ich will euch davor hättet bewahren, ihr vielleicht gar nicht. Ja, und mit euch möchte ich gar nicht drüber reden. Man kann es kaum erklären. Ich glaube aber bei Ihnen, Herr Lamprecht, ist das anders, ja, oder? Das verfolgt einen natürlich das ganze Leben über. Dann, wenn man bedenkt, dass man, also Kriegsende war ich 15 Jahre alt. Mhm. Und habe den also sogenannten Endkampf, den Endkampf um Berlin, ich bin ja Berliner, was ich da in Berlin erlebt und bin da also praktisch mit dem Leben davongekommen, schon mal angeschossen, als Hilfssanitäter sozusagen. Na, und jetzt vor 3 Tagen habe ich wieder eine kleine Feier gemacht, weil ich ja diesen Amokschützen vor 1999 überlebt habe. Bad Reichenhall erlebt habe, wo ich zusammengeschossen wurde. Also das zieht sich da immer so durch mein ganzes Leben irgendwie. Und die Schießereien. Ja, und nun haben wir also diese Dokumentation, die heute Abend über den Sender geht. Und ich habe mich natürlich sofort, musste da nicht lange gebeten werden, da mitzumachen, sondern ich finde es einfach ganz, ganz wichtig, dass wir, meine Generation, die wir nun alle langsam abtreten, gar nicht mehr da sind, dass wir, glaube ich, die letzten Zeugen noch tatsächlich sind. Und dass es sehr, sehr wichtig ist, immer wieder darüber zu reden, das wachzuhalten. Mhm. Und dieser Film, so wie ich Ausschnitte gesehen habe, ich habe ihn komplett noch gar nicht gesehen, aber die Ausschnitte, die ich gesehen habe, das ist schon sehr, sehr wichtig, diese Dokumentationen, die da gezeigt werden, den Leuten nochmal vorzuführen. Ne? Okay. Und dann finde ich, was ich ganz toll finde, ist natürlich, dass es nur noch eine Sendezeit ist, um 20.15 Uhr, glaube ich. Wo die Leute auch wirklich hinschauen. Ja, weil man doch meistens diese Dinge mitten in der Nacht serviert bekommt. Und ich finde es einfach ganz wichtig, dass zwischendurch mal diese Sendezeit genutzt wird. Ja, dass die Generationen, wie gesagt, zusammenkommen und eben darüber auch nochmal nachdenken, was da passierte. Als Schauspieler sind Sie auch noch sehr aktiv. Es gab einen jungen Mann, Jakob Zapf hieß der, oder heißt er ja immer noch, der hat ein Filmprojekt gemacht und Sie sind sofort ohne Gage hingegangen und haben gesagt, diesen Mann unterstütze ich, da hole ich noch Sponsoren dazu. Der Film heißt Sein Kampf. Können Sie ganz kurz nochmal zusammenfassen, was das Hauptthema ist? Ja, das ist ganz einfach. Also ich spiele, in diesem Fall spiele ich einen Berliner Juden, der aus der Auschwitz überlebt hat und in die Schulen heute geht und seine Geschichte den Jugendlichen versucht zu erzählen, was ihm widerfahren ist da in Auschwitz. Und in dieser Klasse, in der er da reingerät, sind 2 Neonazis, 2 junge Burschen, 3 eigentlich, die haben sich vorgenommen, den Alten fertig zu machen. Ja, und was dann passiert, das schauen wir uns jetzt mal an, weil den Ausschnitt aus dem Film Sein Kampf haben wir jetzt und dann sprechen wir gleich weiter. Aha. Herr Lamprecht, wir schauen mal rein. Die Brüder Boris und Marcel sind Neonazis. Boris ringt um die Anerkennung seines großen Bruders. Gut gemacht. Ausgehalten, Soldat. Heute kommt der Jud. Boris soll einen Juden mundtot machen. David Stein, gespielt von Günther Lamprecht. Der 83-Jährige hat Auschwitz überlebt, besucht als Zeitzeuge die Schulklasse der Brüder. Als ich 7 Jahre alt war, wurde mein Vater verhaftet. Wir waren in den Waggons so eingepfercht. Meine Augen waren direkt zugeschwollen, ich habe nichts mehr gesehen. Ich finde Ihre Geschichte scheiße. Ich finde das hier scheiße. Das sind noch alles dreckige Lügen, Sie... Nein! Plötzlich gerät Boris Feind und Weltbild ins Wanken. Sein Bruder bleibt gefangen in der braunen Ideologie. Ja, Sie heulen hier opfermäßig rum, aber haben Ihre Hanna selbst im Stich gelassen. Hinsetzen! Mach deinen Scheiß alleine. Boris? Versöhnung statt Hass, das ist David Steins Botschaft. Lassen Sie mich. Noch keine Ahnung. Ja, und das ist am Ende immer die große Frage. Kann Versöhnung stattfinden? Sollte es? Wie haben Sie das in Ihrem Alltag erfahren? Wie meinen Sie das jetzt? Na, schaffen es die Menschen, sich zu versöhnen tatsächlich? Schafft man es, eine Sprache zu finden? Weil Sie hatten mir davon erzählt, Sie wollen mit dem Film, was ja Lehrmaterial in Schulen ist, auch in Gebiete gehen, wo viele Neonazis wohnen, um da auf Konfrontation zu gehen und aufzuklären. Wir brauchen den Austausch, wir müssen ganz wichtig und ich hoffe, dass das stattfindet. Wir wollen mit diesem Film, hat 16 Minuten länger, damit wollen wir schon mal in die Hochburgen fahren und die Herren
mit der Glatze eben mal zur Diskussion bitten, nicht? Dass wir uns mal über das Thema unterhalten. Ich finde das Kommen ganz die wichtig. Denn? Bleiben die da? Hören die ja, zu? Ich werde dann die kugelsichere Weste anziehen und hingehen. Naja, das ist jetzt flapsig gesprochen. Naja. Aber wie gesagt, es geht ja eben, also das ist ja die Botschaft des Films, es geht um Versöhnung. Genau. Und ja, es geht um eine Sprache, die man miteinander findet, damit man eben nicht nur die Standpunkte erklärt, sondern am Ende einfach auch sagt, was ist rechtens und was ist nicht rechtens. Und die Geschichte muss nicht wiederholt werden. Nein. Wo gehen Sie dahin? In die Klassen? In die Schulklassen, oder? Naja, wir wollten das eigentlich schon in einem Kino machen. Richtig in einem Kino mit der Veranstaltung und auffordern. Und wer kommt, kann ein bisschen mit diskutieren über den Fall, über den Film zum Thema. Ja. Okay. Haben Sie das Gefühl, dass all das, was Sie als junger Mensch erlebt haben, irgendwann aufgearbeitet ist? Oder ist es, wie Sie es gerade beschrieben haben, ist es immer Teil von Ihnen und wird Sie ein Leben lang begleiten? Nein, das ist nicht. Entschuldigung, aber das ist wirklich nicht. Es ist immer wieder da, jeden Tag. Und ich sehe es immer wieder und spüre es auch immer wieder, dass doch immer wieder Bewegungen da sind, die mir Angst machen. Ne? Ja, also umso besser, dass diese Dokumentation heute Abend, 20.15 Uhr, bei ZDF Zeit zu sehen ist. Nacht über Deutschland heißt sie und es geht um die November-Pogrome, die ja Freitag sich leider wieder jähren, 9. auf 10. November und heute Abend hier bei uns im ZDF-Programm. Herr Lamprecht, vielen Dank für Ihr Engagement, dass Sie uns Einblick in Ihre Seele gegeben haben. Wir wünschen Ihnen alles Gute weiterhin und wir hoffen, dass wir abseits von diesem 16-minütigen Projekt Sie als Schauspieler auch wieder im Theater und nicht nur als Synchronschwimme oder auf Lesetour erleben, sondern auch wieder mehr als Schauspieler. Ja, danke. Das wünschen wir uns sehr. Danke, dass Sie heute hier sind.